Als nächste Rednerin möchte ich sehr gerne Christiane Reimann begrüßen. Christiane ist Soziologin und Politologin und schon lange für eine friedliche Außenpolitik sogar Europas eingetreten. Sie ist freie Journalistin und Publizistin und an den Büchern, die sie als Co-Autorin mitgeschrieben hat, sieht man, dass sie auch gerade heute wahrscheinlich viele gute Sachen zu sagen hat, da sie Deutschland und Russland, wie geht's weiter und ein willkommener Krieg NATO, Russland und Ukraine geschrieben hat und wahrscheinlich genau in diese Thematik mit reinzielt. Vielen Dank, Christiane, dass du heute hier bist. Ja, einen ganz herzlichen Dank, Gesa, Heiko und Captain Future, dass ihr so kurzfristig diese Zusammenkunft organisiert habt. Und danke, dass ihr gekommen seid. Denn wir wissen aus Erfahrung, allein machen sie dich ein. Nein, wir lassen uns nicht einmachen. Wir sind hier für den Frieden und wir sind es bitter nötig, denn es ist 5 Minuten vor Krieg. Wir brauchen jeden. Und dieser Ort hier vor dem sowjetischen Ehrenmal ist genau der richtige Ort. Er erinnert uns an das, was im Namen Deutschlands angerichtet worden ist, in dem größten Vernichtungs-, Eroberungs- und Versklavungskrieg gegen die Sowjetunion. Sowas hatte die Gesellschaft damals noch nie gesehen und nie erlebt. Und ich hoffe, wir werden so etwas nie wieder sehen, nie wieder erleben. Deshalb nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die Soldaten der Roten Armee, die es bis hierher geschafft haben, haben auf dem Reichstag die rote Fahne aufgesetzt. Und genau unter der Kuppel des Reichstags ist letzte Woche am 21. März mit dem sogenannten Raketenbeschluss etwas beschlossen worden, was sie, glaube ich, bewusst hinter der Debatte versteckt haben, ob die Raketen, die das Hinterland Russlands erreichen sollen, nun Taurus heißen oder namenlos bleiben. Hinter dieser Debatte haben sie zum ersten Mal das Kriegsziel Deutschlands definiert. In einem Beschluss des Bundestages. Ich lese ihn euch vor. Präsident Putin und sein Regime müssen diesen Krieg verlieren. Russland muss scheitern. Ja, man denkt, die sind durchgeknallt. Deutschland ist zweimal vor Russland, vor Moskau gescheitert. Wollen Sie es ein drittes Mal machen? Gescheitert sind diejenigen, die uns jetzt drängen, noch mehr Waffen, Taurus, noch mehr Waffen. Präsident Macron hat, ich habe den Eindruck, er möchte als Napoleon 2.0 in die Geschichte eingehen und die Niederlage Napoleons 1812 vor Russland sozusagen rächen, wieder gut machen, endlich siegen. Genauso die Briten, die uns drängen auf mehr Waffen, mehr Waffen. Sie haben im letzten und in diesem Jahrhundert die Konzeption vertreten der 2 Meereskorridors, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Sollte ein Korridor gehen, der Europa und Russland trennt, damit keine starke kontinentaleuropäische Macht entstehen kann. Wir wissen, die herrschende Klasse ist rachsüchtig. Sie vergisst über Generationen nicht. Sie ist nachtragend. Sie wollen jetzt ihre alten Kriege wieder gewinnen. Es geht wieder gegen Russland. Das ist eindeutig. Ich war seit 2014 mehrmals in Donetsk, im Donbass. Ich habe gesehen, dass ab 2014, nach dem Putsch des Maidan, das war ein Putsch, dass dort angefangen hat,
der ukrainische Staat gegen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger im Donetsk Krieg zu führen. Ich habe gesehen, die zerstörten Schulen, die zerstörten Kulturhäuser, den Marktplatz, den sie bombardiert haben, die Kinderzeichnungen davon. Auf den Kinderzeichnungen flogen die Arme durch die Luft, flogen die Beine durch die Luft. Das ist der Krieg, der im Donbass stattgefunden hat. Wir haben aber auch getroffen die Außenministerin, eine junge Frau, und wir haben gefragt, was wollt ihr eigentlich? Was wollen Sie? Was ist das Ziel Ihrer Regierung in Donetsk und Lugansk? Und sie hat uns 2015, war das, gesagt, wir wollen Teil der Russischen Föderation werden. Aber die will uns nicht. Die will uns nicht. Es gibt zu viele diplomatische Verwicklungen. Wir wollen dann wenigstens eine Autonomie, so wie in der Schweiz oder wie Bayern in Deutschland. Diese Autonomie ist ihnen zugesichert worden im Kiewer Abkommen. Doch das ist Minsker Abkommen, Entschuldigung. Doch das ist nie umgesetzt worden. Und wir wissen heute, es war ein Plan, dass es nie umgesetzt wurde. Es war eine Beruhigungspille. Das hat Merkel gesagt, das hat der damalige Präsident Hollande gesagt, das hat der ukrainische Präsident gestanden. Die Öffentlichkeit weiß es. Sie haben alle belogen, um einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Das ist eine Schande. Von solchen Leuten können wir nicht regiert werden. Sie haben unser Vertrauen verloren. Sie sind dessen überhaupt nicht würdig. Der wirkliche Hintergrund dieses Krieges oder der Anlass, Hintergrund, ja, ist die NATO-Osterweiterung. Aber es gibt hinter diesem Hintergrund noch etwas, noch ein Hintergrund. Und das ist die, ich nenne es mal, tektonische Kräfteverschiebung in der Welt. Die Welt des Nordens, der ehemals kolonialen Mächte, diese Welt ist am Untergehen. Der Süden steht auf. Der globale Süden. Er ist nicht mehr willens, sich dem Diktat des Westens zu beugen. Er ist nicht mehr willens. Nicht mehr willens ökonomisch, er greift die Dollarhegemonie an. Und er ist nicht mehr willens, das politisch zu tun. Dafür ist ein Zeichen die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Das ist so mutig. Das zeigt uns... mutig. Das zeigt uns eine Welt, wie sie werden kann, wo das Unrecht nicht einfach durchgeht, wo Regeln wieder herrschen, wo die Völker mitbestimmen und sich nicht treten und schieben lassen, wie das alte koloniale Vergangenheit ist. Ich möchte noch an eins kurz erinnern. Ich meine, aus der Geschichte zu lernen ist immer ganz, ganz schwer. Aber ich möchte, dass wir uns nochmal den Jugoslawienkrieg, den ersten Krieg, den das vereinte Deutschland führte, angucken, um daraus zu lernen. 1999. Damals hat sich Deutschland an dem Luftkrieg mitbeteiligt. Und diesmal ist ja auch der General der Bundeswehr, der so nebenher mal schnell einen völkerrechtswidrigen Krieg vom Zaun brechen will. Sie haben den Luftkrieg herbeigeführt mit schamlosen Lügen. Sie haben konstruiert einen Hufeisenplan, wonach die Serben, die Kosovo-Albaner alle ermorden wollen. Deshalb müssten wir sie retten. Das war der Begründung zum Kriegseintritt. Aber den Hufeisenplan hat es nie gegeben. Den gab es nicht. Das war eine Konstruktion. Das war eine Erfindung. Das war eine Lüge. Der damalige Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping, SPD, hat in einem Stern-Interview behauptet, dass die Serben mit den Köpfen abgehackt, also mit den abgehackten Köpfen von Kindern Fußball spielen und dass sie Föten grillen. Das
hat ein Verteidigungsminister gesagt, das haben die Qualitätsmedien nachgedruckt. Keine Lüge ist denn schamlos und primitiv genug, um den Angriff auf unsere Gehirne zu führen, zu vernebeln und uns dazu zu bringen, das Denken auszuschalten. Also, nicht vergessen, Lügen, sie lügen wie gedruckt. Das Zweite ist, die deutsche Luftwaffe hat ja mitgekämpft. Es wurden also nicht nur dieses angereicherte Uran und verbotene Waffen verwendet. Es gab nach dem Krieg 78 Tage Bombardements, keine Brücke mehr über die Donau, Krankenhäuser kaputt und so weiter. Ihr wisst das. Ich will erinnern an die Bombardierung des Chemiekombinats Pančevo. Das hatte Präsident Milosevic seinen Gegnern gesagt, ihr dürft das nicht bombardieren. Das gibt eine Umweltkatastrophe. Daraufhin haben die bereits in der ersten Nacht angefangen, dieses Chemiekombinat zu bombardieren. Es entwich eine 20 Kilometer lange Giftwolke aus ätzenden und giftigen Mischungen aus Chlorwasserstoff, Vinylchlorid, Schwefeldioxid und Phosgen. Das ist bekannt als Lungenkampfstoff aus dem Ersten Weltkrieg. Damit haben deutsche Flieger beigetragen, den modernen Chemiewaffenkrieg zu kreieren, wo man keine Waffen mehr abwirft, sondern sie freisetzt. Und heute ist die Ukraine voll mit Biolaboren und dicht bespückt mit Atomkraftwerken. In den falschen Händen sind das potenzielle Massenvernichtungsmittel, die müssen unbedingt international kontrolliert werden, um eine Katastrophe in Europa zu vermeiden. Seit der Erfindung der Atombomben und der chemischen, biologischen Kampfstoffe ist Krieg definitiv nicht mehr ein Mittel der Politik. Kriege, Waffen müssen prinzipiell abgeschafft und geächtet werden. Der Ort der Kriegstreiberei, des Hasses, der Gewalt ist die NATO geworden. Die NATO ist nicht zu reformieren, die NATO muss abgeschafft werden. Wir haben keine Waffen. Unsere einzige Waffe ist die Liebe und ist die Vernunft. Und die setzen wir ein. Die Liebe und die Vernunft. Wir brauchen Aufklärung. Wir brauchen eine Gegenöffentlichkeit. Wir müssen endlich wieder unsere Stimme zur Geltung bringen. Wir sind dabei nicht allein, das wissen wir. Wir sind verbunden mit dem globalen Süden. Wir sind verbunden mit allen Menschen, die in diese Richtung gehen. Wir sind nicht allein. Wir sind aber noch sehr, sehr wenige. Wir brauchen mehr. Und ich glaube, wir sind auch etwas weniger, also weniger, weil wir selbst im Rahmen der Friedensbewegung, in der breitesten Friedensbewegung, nicht einander erkennen als jeweils Gleichgerichtete. Es gibt unter uns zu viele Spaltungen. Lasst uns die überwinden. Wichtig ist das Gemeinsame. Dabei werden wir die Differenzen nicht übersehen. Wir müssen die nicht zukicken. Aber wir können uns rational, freundlich, respektvoll mit diesen Differenzen auseinandersetzen. Ich habe jetzt gegen den Zeitgeist gerade angefangen, Russisch zu lernen. Daran will ich euch teilhaben lassen. Das russische Wort für Freund heißt Drug. Und das russische Wort für der andere ist Drugoi. Das heißt, im Russischen sehen die Menschen im anderen den Freund. Lasst uns in diesem Sinn Russisch lernen. Bleibt widerständig, bleibt aufrichtig. Applaus
Applaus